Virtual Reality Brillen wie Oculus Rift oder HTC Vive sind der neueste Trend. Allerdings ist der Einstieg für Gamer momentan sehr teuer. Neben der Brille wird nämlich noch ein High-End-PC benötigt. Eine günstigere Alternative zum Testen bietet hier die PC-Software V-Ridge. Diese verspricht ebenfalls ein vollwertiges VR-Erlebnis am Rechner, benötigt dafür jedoch kein teures VR-Headset. Genutzt wird lediglich ein Android-Smartphone mit Google Cardboard oder eine alternative Brille wie die Samsung Gear VR. Um V-Ridge nutzen zu können, braucht man zwei Apps, die zum Glück völlig kostenlos sind. Die eine nennt sich RiftCat und lässt sich unter riftcat.com kostenlos für den PC herunterladen. Die Mindestsystemvoraussetzungen sind mit einem Intel Core i5 2500, 4 GB RAM einer GeForce GTX 640 und Windows 10 recht hoch, liegen aber immer noch deutlich unter jenen, die etwa zum Betreiben einer Oculus Rift nötig sind. Spätestens nach dem Installieren muss man noch einen Account beim Entwickler anlegen, den man zum Starten des Programms braucht. Die zweite App namens V-Ridge muss auf dem Android-Smartphone installiert werden, das später als VR-Display dienen soll. Das Programm gibt es kostenlos im Google Play Store. Voraussetzung ist, dass auf dem Smartphone mindestens Android 5.0 installiert ist. Weiterhin empfiehlt der Entwickler eine Displayauflösung von 1080p, da das VR-Bild später sonst zu grobkörnig wirkt. Verbinden lassen sich Smartphone und PC über WLAN. Viel besser für eine saubere Übertragung ist allerdings ein USB-Kabel zu nutzen. Damit das Mobiltelefon vom Rechner als VR-Brille akzeptiert wird, muss auf dem Android-Gerät in den Netzwerkeinstellungen das USB-Tethering aktiviert werden. Um mit dem Spielen zu beginnen, einfach die V-Ridge-App auf dem Smartphone starten. Auf dem PC sollte in der RiftCat-App dann ein Hinweis erscheinen, dass ein Smartphone zur Verbindung bereitsteht. Jetzt nur noch mit einem Klick auf Yes bestätigen und schon kann das Mobiltelefon als VR-Brille für den PC verwendet werden. Spiele für V-Ridge lassen sich aus dem Store in der RiftCat-App kostenlos downloaden. Bislang besteht das dort verfügbare Angebot allerdings ausschließlich aus Demos. Alternativ kann man VR-Games auch direkt von der Festplatte des PCs starten. Sogar eine Anbindung an Steam und die Steam-VR-App ist möglich. Über eine Schaltfläche werden die dafür nötigen Treiber automatisch installiert. Sobald ein Spiel gestartet wurde, sollte der Displayinhalt automatisch in einer stereoskopischen Ansicht auf dem angeschlossenen Smartphone erscheinen. Jetzt kann das Gerät in die Cardboard-Brille eingelegt werden, um so in die virtuelle Realität einzutauchen. Bislang handelt es sich bei V-Ridge allerdings nur um eine Beta-Version, die sich vor allem zum Testen von VR-Anwendungen am PC eignet. Die Auflösung des VR-Bildes ist zudem selbst auf Smartphones mit Full-HD-Display relativ niedrig. Trotzdem ist es spannend zu sehen, was mit einem Smartphone und ein paar Freeware-Tools alles möglich ist. In der Infokarte findet ihr jetzt ein Video zum Umgang mit Google Cardboard. Mehr Infos zur virtuellen Realität gibt es wie immer auf turn-on.de.